Ja, herzlich willkommen wieder zu Anno 1800. Immer noch Closed Beta. Open Beta. Open Beta. Nicht Closed Beta. Open Beta. Ja, das ist, glaube ich. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ich wollte schauen, ob wir. Ach, gut, die können wir auch noch zerstören. Genau, wir arbeiten hier weiter an unserer Alkoholkartoffelfarm. Wie geht's voran? Haben wir schon ein Gläschen Wodka gepresst? Nö, gar nichts. Schnaps, es ist Schnaps. Der gute Kartoffelschnaps. Um die Klamotten sollten wir uns auch kümmern. Wir haben genug Leute. Wir haben Kartoffeln werden auch viele produziert. Ich glaube, die Produktion von dem Ganzen dauert immer ein bisschen. Oder? Ist jetzt überhaupt ein Die einziges? Beerdigung liegt schon eine Ewigkeit zurück. Aber die Kosten, der Gedanke daran quält mich jeden Tag. Ach, ich soll also die Kosten tragen. Bist ein Arsch. Zahle sofort deine Schulden oder verhökere, was immer du noch hast. Lagern Sie 4 Tonnen. Es widert mich an, dass Edward so kurz nach Vaters Tod all das von uns verlangt. So, dann machen wir das auch nochmal hier in der Nähe. Machen wir das gleich direkt gegenüber? Ja, machen wir das gleich direkt gegenüber. Die kleine Fabrik, damit wir noch mehr Schnaps hier schon bei. Ach, schon bei der Alpha hatten wir damals kleine Probleme mit der Herstellung. So, was haben wir denn? Benachrichtigung? Ja. Schnappversorgung. Halten Sie 90 von 70% Schnapsversorgung für. Okay, und ein Wirtshaus wollen die auch noch. Ja, das können die haben. So, nein, hör auf zu zoomen. So, hier hin? Versorgt das auch ganz gut alle Bereiche? Oder ihr lieber, was ist denn da? Ich weiß, Sie sind beschäftigt, aber Aber ich habe da eine Bitte. die verdammte Köder terrorisieren die ganze Gegend. Früher oder später wird noch ein Kind gebissen. Wegsperren müssen sie die Viecher. Jawohl. Wollen Sie Okay. uns das Leben noch mehr versüßen? Vorsicht vor den Hunden. Finden Sie und holen Sie die streunenden Hunde. Ah. Cool. Aber erstmal müsst ihr eine Saufstätte besitzen. So, ich muss schauen, halt die Reichweite. Aber wenn das so platziert ist, das ist jetzt, wie gesagt, es ist nicht symmetrisch. Das macht mich kirre. Aber es greift ziemlich weit. Bereit, meine Wohltaten zu vergelten? Ja. Glaub bloß nicht, dass das alles war, du Rotzlöffel. Ja, Egison vergifte ich dein Müsli. Ich verabscheue den Geruch von Wollwachs. Aber wenn Bauernkittel alles sind, was du hast. So, wir müssen die streunenden Hunde finden. Kennen die schamlosen Forderungen unseres Onkels denn keine Grenzen? Da sind ganz viele Hunde, aber ich glaube nicht, dass es diese, nach denen wir suchen. Sind das welche? Ah, oh, okay. Wir werden auf sie anstoßen. Das war's? Diesen? Das einmal sollte ich finden? Den Haufen vom Baubaus? Da ist auch einer. Nee, das ist eine Katze. Hundehasser sind das hier. Ja, die kleine Straße, dann muss dann auch vielleicht gebaut werden. So kann man das auch gleich direkt Danke für die übergreifen. Liebe. Ja. Ja, das Geld werde ich erstmal noch nicht ausgeben. Großer Apfelbaum. Also Apfelbäume sind auch schön. Großes Gebüsch. Was haben wir denn hier? Brunnen. So ein Brunnen hier. Und ja, und dann ein Apfelbaum daneben. Ja, das sieht doch. Oh, das ist doch hübsch, ne? Das ist doch schön hier. So, das kann weg. Okay. Oh, die können alles. Ich kann ganz, ganz viele Aufträge geben, gleich zum Abbauen. Nee, das geht noch nicht. Das auch noch nicht. Das auch noch nicht. Gut. Sammeln wir es alles ein. Ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ah, das ist schön. Das ist wirklich angenehm. Gut, schauen wir mal kurz rein. Besuche unseren Cousin.
Er schreibt von Unruhen in Bright Sands. Ach ja, Moment. Oh, jetzt ist die Map aufgetaucht. Es scheint, als wären wir mit unserer Verachtung für Edward nicht alleine. Gut. Da ist die große Stadt. Wäre ich von dir abhängig, wäre ich jetzt so gut wie... Dann wollen wir mal schon mal lossegeln. Ne? Wissen nicht? Beeil dich, verdammt. Wäre ich von dir abhängig. Beeil dich, verdammt. Ach, wir haben kein Schiff. Ah, suchen Sie in der Umgebung von etwas großer Ausstellung, wo er einen Aufstand ausführt. Ist also hier. Etwas große Ausstellung, wo ein... Moment, was? So, da, genau. Ihr geht wohl hier. Suchen Sie Ihren Cousin in der Umgebung von Edwards großen Ausstellung, wo er einen Aufstand ausführt. Okay. Irgendwo hier müssen drei Leute mit einem Schild rumstehen. Ist hier was los? Große Ausstellung. Also es muss einem bei einem Museum sein, oder? Was ist das? Handel und Industrie. Werden Good and Sons schon wieder in Schwung. Bright Sands, okay. Ha. Vielleicht hier im. Da sehe ich keinen, okay. Ja. Das heißt, es. Ah, da sie. Ah, okay. Da habe ich sie gefunden. Wir würden lieber sterben, als hier zu bleiben. Unsere Flaggen schwenken wir noch immer für Samuel. Edward kann uns mal. Das ist gut. Haben wir jetzt Zuwachs an Leuten bekommen. So, ein bisschen zu nah rangezoomt. Sehr gut. Die waren dann gleich da drin positioniert. Das ist doch perfekt. Im letzten Mal musste ich die selbst reinziehen. Gut, schnell mal auch die Schasse bauen, bevor die anfangen zu jaulen, dass wir keine Schasse haben. Die 20 cm Feldweg, die sind viel zu kacke für uns. Wir brauchen unbedingt so eine perfekte Straße. So. Blob. Gut, der kleine Block ist hier fertig. Der kleine, schöne Block ist hier erstmal somit fertig. Hab immer noch keine guten Einnahmen. Wie sieht es mit dem Alkohol aus? Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt muss ich mich um die Produktion von Hemden kümmern. Genau das, den Kack habe ich da schon entfernt. Ich mag die Insel nicht. Sie gefällt mir überhaupt nicht. So, das wird noch sowieso noch hier erweitert. Den oberen Teil dieses Bereichs würde ich gerne auch. Das ist. Da brauche ich Werkzeug für anscheinend, das zu entfernen. Aber das hier kann weg. Noch geht wo Häuschen? Da. Da und hier. Hier, nee, das muss auch mit Werkzeug entfernt werden. Das, nee, auch mit Werkzeug. Das auch, glaube, aber die kann ich schon. Das kann ich schon mal einsammeln. Das sind Hirsche. Das kann auch nicht entfernt werden. Gut, hier, das ist. Das war ja auch der Bereich mit den Ruinen. Gut, dann wird die Stadt auch ungefähr so hier in die Breite gehen. Dann können wir ja versuchen. Ich weiß, dass dafür sehr viel Platz benötigt wird. Oh, das ist nervig. Mit denen war das richtig, richtig nervig. Daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. 1, 2, 3. Gut. So. Dann liegt der kleine Weg hier. Hopp, nein, nur der kleine Weg. Und noch einmal sowas. Nee, das ist nicht gut. Nee, das ist auch nicht so tolle. Nee, ja. Okay, 1, 2, 3. Sehr schön. Das kommt erst noch später. Und dann die dritte Position, weil wir brauchen viel von dem Zeug hier. Wir werden viel davon brauchen. So, das 1, 2, 3. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Brav gemacht. Gutes Bauwau. Ja. So, noch ein Stückchen. Genau. So, also erstmal wird Wolle gesammelt.
Eigentlich können wir auch schon mit dem Kleidermacher anfangen. Ich glaube, hier habe ich das vielleicht. Hätte ich es ein bisschen weit nach links positionieren können. Ja, jetzt haben wir so, jetzt ist ein Free Space entstanden. Das ist aber nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Machen wir so. Dann kommt da irgendwas Hübsches hin. Gut. Was für. Ach, Level Up. Level Up! Jetzt kann ich endlich Donnerblitz einsetzen. Noch mehr Häuschen. Hier und dann hier noch zwei. So, dann die Reihen. Dann lass ich hier noch erstmal vermehren. Mhm. Gut. So, wupp. Tada. Oh, uns geht's eigentlich ziemlich gut, muss ich sagen. Was haben wir da? Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit? Ja, was ist damit? Kann ich damit? Beeil dich, verdammt! Okay, also der zeigt mir auf dieses Schiff, aber was soll ich damit? Finden Sie Edwards Insel auf Schansmob. Auf Edward. Ah, okay, ich muss mehrere von denen finden, verstehe. Lagen Sie 5 Arbeitskleider ein. Und dann. Ah, okay. I understanding. Fisch ist massig da. Massig Fisch. Alkohol auch. Das ist sehr gut. Das funktioniert super. Ich kann die Stadt riesiger machen. Und zwar viel, viel riesiger. Ja. Okay, so. Das kommt dann erstmal hier. Und dann nochmal hier den Block. Besonders, das sind immer 3 Blöcke für ein Häuschen. Genau. Habe ich kein Holz mehr oder was ist los? Ah, ich kann da nicht bauen. Okay, das muss weg. Das muss da weg. So, bitte bauen. Okay. Gut. Den Strang hier kann man dann wegmachen, wenn ich ein bisschen mehr Platz brauche. Aber man kann ja schauen. So, was mir wichtig ist. Feuerwehr. Die Feuerwehr ist immer wichtig. So, die drehen wir auch einmal. Genau. Hier ist eine. Und dann müsste noch eine hier hin. Oder? Kommt das gut hin vom Bereich? Ja. Gut. Ey, das ist ja. Wir sind ja im Plus. Das ging ja sehr schnell. Wir sind ja. Was ist hier los? Ach, wir haben zu viele. Also. Wir sollen das Ding aufleveln, aber wir brauchen dafür auch Arbeiter. Das haben wir ja noch nicht. Das können wir nicht abbauen. Da liegt noch ein bisschen Holz in der Gegend rum. Das dauert noch, bis die Gebäude quasi ausgebildet wurden. Oh, den haben wir falsch schon gestellt. Na egal. Na egal. Gut, kann ich in der Zeit, in der ich jetzt normalerweise warten würde, kann ich ja nach den Mobs suchen mit den Leuten, die protestieren. Irgendwo hier in der Stadt sind welche. So kleine, sehr unauffällige Gruppen. Aber wirklich, ich drehe mal das Ganze, damit ich auf der geraden Position mit den Straßen stehe. Ich sehe noch niemanden. Kriegt mir die Map vielleicht? Finden Sie. Ja, okay, gut. Hier. Drumherum, ja, da, drumherum werden irgendwo Mobs sein, die protestieren. Das ist ja, findet Walter das Game. Uff, viel los in dieser Stadt. Da, ich hab's gefunden. Da ist ein Mob, da ist der zweite, da ist der dritte, da ist der vierte. Mussten wir 5 oder 4 sammeln? 5. Mir fehlt noch ein einziger. Eine große Menschentraube. Da ist die letzte. Ein Leben ferner von Edward? Ja. Wir sind an Bord. Nur, auf welchem Bord? Wir haben ja gar kein Schiff. Oh nein. So, wenn Sie mich mitnehmen, überlasse ich Ihnen mein Boot. Es ist das Vermächtnis meiner verstorbenen Tante. Ihr zweiter Gatte war ein richtiger Seemann. Hä? Mir wird hier ein Schiff angezogen, oder ist das jetzt... Gut, ist das? Nee, das ist. Wann zeigst du endlich etwas Dankbarkeit?
Ja, wenn du tot bist. Wählen Sie die Redakteur und seine Mannschaft in Nutzhafen aus. Ah, da, okay. Moment, da war eine Lupe. Naja. So. Ah, cool. Sind alle an Bord? Gut. Mich fröstelt es bei dem Gedanken, noch eine Sekunde länger hier zu bleiben. Wir haben ein Schifflein. Ja, endlich. Hat mein unsäglicher Abschaum von Familie etwa so wenig Ehre, dass sie jetzt schon meine Arbeiter entführen? Ich sage euch eins, der Botschafter der Königin wird davon erfahren. Der Botschafter, ja du Petze. Das ist doch... Das ist ein schwerer Vorwurf. Der war immer nett zu uns. Das ist auch falsch, wenn ich das so sagen darf. Wir alle haben Bright Sands überaus freiwillig den Rücken gekehrt. Du schamloser Schreiberling. Ich hätte dich längst loswerden sollen. Ich sehe da nichts Strafbares. Ein wenig familiäres Gezänk ist nur natürlich und kaum eine Angelegenheit für die Krone. Was Sie angeht, habe ich wohl meine Manieren vergessen. Sir Archibald Blake, Botschafter und Vertrauter Ihrer Majestät. Mein Beileid. Der Tod Ihres Vaters ist eine Tragödie. Wir bedauern, dass er nie die Möglichkeit eines Prozesses hatte. Die wahre Tragödie sind die Bestattungskosten meines geliebten Bruders. Die ausufern, während diese Gören hier in Saus und Braus leben. Du hast ein Loch in die Erde gebuddelt. Welche Kosten? Ich habe tatsächlich auf einige offene Verbindlichkeiten aufmerksam gemacht. Ich fürchte, Sie haben keine andere Wahl, als sie zu begleichen, wenn ich Ihnen ein königliches Schiffspatent erteilen soll. Edward hat unsere Schulden registrieren lassen? Keine Sorge. Dieser alte Tyrann wird uns nicht länger aufhalten. In der Tat. Sobald die Druckpresse in Betrieb ist, wird die Wahrheit ans Licht kommen und Edward bloßstellen. In der Zwischenzeit überlasse ich Ihnen das Boot als Dank für Ihre Gastfreundschaft. Klingt nach guten Neuigkeiten. Das ist gut. Was ist das für ein... Wieso ist da ein Kätzchen drauf? Ist da ein Kätzchen drauf? Habe ich das richtig gesehen? Moment, nein. Was Ihre Schulden angeht, sind mir leider die Hände gebunden. Doch es wird das Herz der Majestät erwärmen, ein aufstrebendes neues Unternehmen wie Ihres am Horizont zu erstellen. Sehr gut. So, ja. Schön für Sie, aber ich muss mehr Häuser bauen, weil... Auch wenn Edward uns keine Schiffswerft bauen lässt, so können wir zumindest diese Arbeiter hier beherbergen. Okay, gut. Dann kommen erstmal auch die ganzen Häuschen hier noch an den Rand. Plop, plop. Plop, plop. Gut. Wir sind mit 200 im Plus. Das ist wirklich gut. Hier, wir haben nur die Jacken. Kann sein, dass der Jackenverbrauch mächtig ist. Mächtig hoch. Mhm. So. Gut. Tada! Dann haben wir schon mal 3 Nähstuben. Ich hoffe, das reicht aus an Wolle. Gut, Level 3. Wie sieht es mit der Alkoholproduktion aus? Das ist sehr gebalanced hier. Das ist sehr gut. Das funktioniert wirklich gut. Ja, was haben wir noch? Ausbau eines Arbeitshauses. Was ist ein Arbeitshaus? Ein Lagerhaus höchstwahrscheinlich, meint damit. Hier. Ausbauen zu Arbeitshaus. Genau. Aber warten Sie, bis der Onkel Sie wegen der Schulden kontaktiert, um Ihr Schiff zu erhalten. Das sind nicht genug Jacken, um die abzugeben. Also müssen wir gerade ein bisschen die Zeit totschlagen, ein bisschen warten. Ja. Was kann ich noch alles anfertigen? Das kann noch nicht weg. Da haben wir noch nicht genau. Also... Was fehlen uns? Wie viel Arbeiter fehlen uns? Ach, ich kann doch die Buschung schon längst hochpushen. Der Dank geht an die kleinen Feldmäuschen. Nein, noch nicht. Bewohner, 9 von 10. Uns fehlen... Also, okay, die Klamotten müssen aufgestockt werden.
Die Klamotten müssen ein bisschen, genau. Wenn die Klamotten jetzt höher sind, kann ich aber dann hochstellen und dann kann ich die ganzen, die Lager auch höher entwickeln. Gut, ich bräuchte noch eine Feuerwehr. Na, wie gut ist das? Ja, das ist wichtig, mehrere Feuerwehrgebäude in dem Umgebung zu haben. Gut. Jetzt sind an jeder Ecke ist eine Feuerwehr. Ich glaube, Angriffsbereich. Los, Angriff! Nee, Eingriffsbereich ist auch ein bisschen... Oh, es ist aber trotzdem sehr, sehr hohe Feuergefahr. Das ist eine ziemlich hohe Feuergefahr, muss ich sagen. Ich verbinde mal die Bereiche hier. Dadurch müssten jetzt eigentlich auch die Wege... Nee, die Feuergefahr ist exakt genauso hoch. ja. So. Ja, es ist genau so. Sehr gut. Wie sieht's aus? Wir können aufwerten. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja. Die kommen auch hoch. Die sind noch nicht so weit. Die aber. Gut. Erstmal nur 4 Häuschen. Mit den ersten passionierten Reportern. Und hier brauche ich unsere Redaktion Stein. Gut aufgestellt. Arbeiter. Oh, das sind aber gute Fortschritte. Mit den Arbeitern können wir endlich auch die standhafteren Ruinen auf Ditchwater beseitigen. Lass uns loslegen. Genau. Weg damit. Wo waren hier noch die großen? Weg damit. Ehrliche Arbeit. Mehr wollen wir nicht. Arbeiter, gut. Hier ist noch einer. Unser Traum von einer Schiffswerft ist ohne fremde Hilfe nicht zu erreichen. Doch, kriegen wir schon auf die Reihe. Gut, und die hier sind auch noch Gebäude, die weggemacht werden müssen. Hier war noch, ist auch noch sein altes, oder? War das nicht auch ziemlich im Weg? Oder habe ich das schon entfernt? Hier, das hier war das. Genau. Sehr schön. Ziegelsteine. Dann geht es ja gleich mit dem hier, oder? Ne, da fehlen es noch genug. Ah, da fehlen es noch viele, das sind Ziegelsteine. Ansonsten, glaube ich, habe ich jetzt alle Bereiche entfernt, ja. Gut. Sag mir, dass du einmal etwas geschafft hast. Ja, hier nimm seine Jacken. Schwarzes Schaf, hast du etwa Wolle? Ja, mein Herr. 4 Säcke und zwar volle. Gut. Wir ignorieren einfach. Er hat bestimmt irgendwelche Komplexe. Ja, also das geht gerade hoch. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Wir haben jetzt 35. Wir brauchen Lehm. Lehm können wir am besten hier abbauen. Oder hier sogar links. Haben wir hier sonst noch Lehm vorkommen? Nein. Ah, hier ist Leben, da oben ist Leben. So, wir machen jetzt einfach nur endlich den Brückenübergang. Was? Hä? Nein, Moment, was? Okay. Ja, geh doch. Wieso lässt mich das nicht hinbauen? Was ist denn hier los? Ah ja, Kahn. Gut, jetzt können wir hier rüber schauen. Da brauchen wir nur Holz, um das aufzubauen, ja. Ja, dann pushen wir das erstmal kurz hoch, damit das auch alles schneller ein bisschen vor sich hin arbeiten kann. Ich glaube, so weit wollte ich die Chance eher sowieso nicht bauen. Ja, machen wir so. Dann haben wir das schon mal, da können wir schon mal Lehm abbauen. Gut, minus 10 Arbeiter, wir brauchen mehr Arbeiter. Das heißt, die Häuschen werden auch erstmal hochgepusht. Aber nicht zu viele. Wir müssen wirklich schauen, dass es... Oh, uns fehlt Holz. Oh, das ging aber schnell weg. Dass wir wirklich nicht zu viele in Arbeiter oder sonstige Klassen verwandeln. Weil wir dann irgendwann das Problem haben, dass wir dann immer noch mehr Häuser aufbauen müssen. Und wir dann für die simpleren, wie zum Beispiel halt die Farmen, wir nicht mehr genug Bauern haben. Ja. Diese Bauern. Gut, dann... Ja, da haben wir... Immer noch... Da müssen wir ein bisschen warten, bis wir Holz haben. Das stockt sich ja sehr schnell auf hier. Wir sind bei 31.000. Und das geht wieder hoch. Mit 200 plus. Das ist nicht schlecht.
Ich habe das Gefühl, wir brauchen. Das ist. Mal schauen, ob wie sich das hier verhält. Vielleicht brauchen wir noch eine Stelle, wo wir ein bisschen Holz abbauen. Kein Lagerhaus. Kein Lagerhaus. Wo sollen wir den ganzen Kram hinbringen? Schmeiß auf den Boden. Ja, dann packen wir. Ups, ist das kein Lagerhaus? Nee. Da wird das Lagerhaus dann halt da oben hin platziert. So. Hier ist dann die Mine. Der Zugang zu der Mine. Schon mal das Vorplan. Ja, so. Und das Lagerhaus wird dann gleich. Na, wo passt das denn am besten hin? Hier? Ja. Perfekt. Das Lagerhaus passt sehr gut in diese Ecke. Und jetzt habe ich leider, glaube ich, schon wieder nicht genug. Oh doch. Gut. Machen wir mal. Wie machen wir das jetzt? Passt das jetzt hier? Und wie viele Blöcke nehmen das denn jetzt ein? 1, 2, 3, 4, 5. Sind das jetzt genug? Ja, es wären dann genug, wenn ich zwei Fabriken nebeneinander packe, oder? Ja, dann greift das Ding auch auf die Straße zu. Ja, machen wir so. Ja. Sieht gut aus. Das sieht gut aus. Okay, ich habe jetzt auch ein Schiff, oder? Ja, das war der Vorteil vom Schiff. Okay, dann los. Ich schicke das kleine süße Schiffchen schon mal auf die Reise. Okay, ja, wir brauchen ein bisschen mehr. Oh, Alkohol ist auf einem super Stand. Richtig, richtig gut. Was haben wir mit Wurst? Schweinchen farmen. Brauchen wir dafür Bauern? Ja. Wir müssen aber noch einen Bereich höher setzen. Gut. Dafür haben wir nicht genug, aber das können wir ja planen. Schon mal, man kann ja quasi Gebäude bauen, bevor sie überhaupt... Also Gebäude planen, bevor sie... Und dann später hin platzieren. Das. Da liegt noch ein bisschen Holz. Waren hier auch hinten irgendwas? Ölquellen haben wir sogar. Wir haben sogar Ölquellen. Das ist ja toll. Also, habe ich alle alten Gebäude abgerissen. Ja. Hat ja gut geklappt. Gut, dann schauen wir mal, dass das dann ein bisschen weiter geht hier. Hier so entlang. Ja, machen wir es mal so. Baumaterial fehlt. Für Straßen. Hopp. Sagen Sie mir, sind Sie moralisch integer? Oder auch nur so ein schurkischer Langfinger? Herr Bleakworth, ich enthalte mich der Aussage. Falke mit Haube, der so wenig vom Leben sieht und hört wie seine Gefangenen. Okay, wir machen erstmal eine kleine Straße hier, damit wir schon mal wissen, wo wir das Ding platzieren wollen. Genau, da war er. Sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Da ist eine schöne Insel, aber leider nur zwei Arten von... Oh, was ist das? Salpetervorkommen, okay. Jagdgründe und Hopfenfruchtbar. Sind Sie gekommen, um mich zu holen? Nun, mein Geist ist bereits frei. Sie können mich niemals einsperren. Kann sein, dass sie verrückt ist. Ich glaube, sie ist ziemlich irre. Ich freue mich bereits auf unsere... Okay. Ja, ich lasse das Schiff weiter segeln, weil es gibt mir eine weitere Option, mit irgendwelchen Leuten irgendwelche Missionen zu machen. Das bringt mir dann viel Geld ein. Wir sind immer noch bei 31.000. Geht das nicht höher? Gut, jetzt kann ich auch endlich diese blöde Brücke bauen. Wupp, nee, das ist nicht das Richtige. Genau hier. Ja, so, tong. Gut, und dann... Wie war das immer? Schweinchenfarben? Blau braucht ein Schweinchenfarben. Machen wir so. Machen wir so und dann, wie groß waren die? Ah, die sind ja gar nicht so... Die sind ja gar nicht so groß. So, ja. Spielstand gespeichert. Ja, das ist so gut, dass es gespeichert wurde.
Komm schon, wieso zoomst du jedes Mal raus, wenn ich da drauf drücke? So. Das sind jetzt also genug erstmal. Gut, dann können wir dann noch eine kleine Schweinchenfarm hinbauen. Ich glaube, es passt auch immer noch sehr gut dahin. Eine hier. Eine da. Immer noch eine hier. Warte, mit welcher Taste wechsle ich die denn? Nee, nein, nein. Nein, nein. Nein, was? Nein, was? Ich. Nein. Was auch immer. Ich muss rausfinden, wie die Tasten belegt sind, dass ich da. Ist da was im Weg oder bin ich blöd? Ein Hof ohne Felder? Ich baue doch die Felder hin. Da war doch mal nicht so ungeduldig. Gut, und ein Lagerhaus muss auch schnell hier hin. Ist ein besserer Platz fürs Lagerhaus? Nee, das ist schon ziemlich gut. Gut. Zwei Schweinchenfarmen vorerst. Ja, Anno. Also, hi erstmal. Und ja, ich spiele gerade die Open Beta. Und ab morgen geht es quasi mit dem Original-Game los, weil morgen kriege ich meine Collector's Edition für das Anno-Spiel. Oh, mein Schiffchen ist da im Nichts gelandet. Dann schicken wir dich mal hier hin. Um zu schauen, was. Ist aber eine kleine putzige Insel. Okay, also die Inseln sind wirklich klein. Aber ich finde das nicht schlimm. Das bringt Abwechslung mit sich. Gut. Wir brauchen auch dann gleich. Oh, Stein haben wir viel. Das produziert sich sehr gut hier. Mhm, aber wir haben immer noch Holzprobleme. Ich glaube, das geht mir zu langsam. Was ist bei denen los? Die kriegen doch genug Holz rein, ja? Das stockt sich dann nicht. Das ist ja gut, das ist Vorkommen. Wir müssen schneller produzieren oder mehr produzieren, aber das ist jetzt bleibt. Okay, gut. Also ich möchte jetzt nicht nochmal extra viel Holz aufbauen, aber. Nee, für später werden wir trotzdem sehr, sehr viel brauchen. Ja. Ich glaube, ich muss die dahin platzieren. Ja. Die. Gut. Das ist der Weg. Ja. So, komm her. Nein, das ist. Nein, was machst du? Hör auf. Nein. Auf dich rumzuschlängeln. Genau. So, Holz. Liegt auch bei 100%. Und hier soll dann auch noch eine kleine Abnahmestelle sein. Machen wir das hierchen? Machen wir das so? Oder so? Ich würde gerne sowieso das Ganze eigentlich lieber verlegen. Oh, das ist aber doof platziert dann. Nee, dann machen wir das einfach nur. Machen wir das auf hierchen so in der Nähe. Ja, das ist gut. Das sieht gut aus. Schweinchenfarm können wir auch schon mal eine quasi vorne. Wie viel Platz brauchen? Hi Skardash, hi. Schön, dass ihr alle da seid. So, 1, 2, 3, wie viele Plätze braucht das da immer? Es braucht immer 3 Blöcke. Ah gut, machen wir dann noch ein Schweinchenfarm hier hin. Gut, eine Farm hier, eine Farm hier, eine hier, eine hier. Was haben wir denn noch? Wir können da, hier ist mal dasselbe. Wir können, okay, ja gut, dann ist es gut. Uns fehlen Waren. Ja, dann holt ihr welche. Gut, was haben wir noch? Was haben wir? Oh, was ist das? Das Piratenschiffchen. Ist unser Schiff, das einfach dämlich in der Gegend rumgammelt? Ja. Gut, wir haben viele neue Inseln entdeckt. Viele neue Inseln. Was können wir denn sonst so machen? Wir brauchen einige Arbeiter mehr.
Unsere Redaktion wächst im Takt der Stadt. Während wir sprechen, bekommt Gut. die erste Ausgabe bereits den letzten Schliff. So, 120 Arbeiter. Ja, dann machen wir das mal schnell. Versuchen wir das mal. Das Emporium Exotik freut sich über deine Gunst. Es freut sich über deine Gunst. Wenn du sie dir leisten kannst. Ja, kann ich bestimmt. Kann ich dir helfen? Ich kaufe mal das Fragezeichen. Was ist das? Das buggt. Wenn ich drüber gehe, dann macht er so klacker, klacker. Das hört man. Gut, es wurde eine neue Insel entdeckt. Ja, schön. Bringt mir aber nichts, weil ich noch nichts auf einer neuen Insel bauen kann. Handelskammer. Handelskammer waren, genau, das waren die Gebäude, die Bereiche verbessern können. Aber damit kann ich auch immer noch nichts anfangen. Ich sollte auch vielleicht Bereiche für die Handelskammer freilassen, weil ich weiß, dass die später einige Buffs für meine Gebäude bringen. Gut, habe ich schon eine Schlachterei? Nö, aber die kann ich ja gleich hin platzieren. Ja, dann kommt die kleine Schlachterei hier hin. Sind, glaube ich, sowieso schon genug Schweinchen, ja. Gut, Holzproduktion ist nicht so gut. Es macht zwar was, aber ist immer noch nicht ausreichend. Und wir wollten hier... Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, das habe ich. Gut. Wir haben aber nur leider 35 plus. Hafenstadt. Wir sind jetzt eine Hafenstadt. Wir können jetzt einen Hafen bauen. Und wir können Brot anbauen. Du hast Vaters Unbeugsamkeit. Die Leute werden dir genauso folgen, wie sie ihm gefolgt sind. Gut, schauen wir mal. Fisch sieht gut aus, alles sieht gut aus, Klamotten sehen gut aus, Stein sieht gut aus, Schweinchen werden langsam hochgehen. Warte, bis Die wertlosen Lumpen haben kaum etwas eingebracht. Und jetzt bring mir Segeltuch. Du kannst so etwas ohnehin nicht gebrauchen. Ja, Schäferei habe ich ja schon. Gut, dann müssen wir... Offensichtlich hat Edward vor, uns davon abzuhalten, jemals eine Werft zu besitzen. Ich muss da einen kleinen Weg hinführen, damit das erreichbar ist. Und dann muss ich die Segelmacherei hier hin platzieren. Genau. Nimm das was vom Prozenten. Also, wenn ich das so platziere, nimmt das vom Prozenten auch nichts weg. Wenn ich das so platziere, dann ist da noch ein bisschen Space dazwischen. Für eine Würstchenfarm. Ich baue dann gleich eine Würstchenfarm dahin. Nein, 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 nein. Erstmal noch nicht bauen. Ich möchte erstmal nur schauen. Ja, machen wir mal so. Das ist, glaube ich, so verschwende ich am wenigsten Platz. So, die Segelmacherei kommt dann gleich sofort hier ran. Machen wir so. Ja, müssen wir wohl. Okay, gut, da haben wir schon mal das Ganze. Das sollten wir auch vielleicht erweitern, wenn wir die Möglichkeit dazu haben. Haben wir erstmal noch nicht. Gut, jetzt muss ich aufpassen. Da das Segeltuch produziert wird, werden vielleicht weniger Klamotten produziert. Gut, hier nochmal. Und noch ein Häuschen. Gut. So, wie hoch ist die Feuergefahr? Ein kleines bisschen niedriger als vorher. Ja, die werden noch einziehen. Hier ist in Ordnung, bis auf den Schimmel an den Wänden. Schimmel an den Wänden? Wie kommt das denn? Hast du nicht richtig gelüftet? Das kommt alles vom falschen Lüften. Wieso gammelt mein Schiff da unten rum? Schicken wir dich mal in die Ecke. Ey, hier ist ja noch ein Gebäude, das ich nicht abgebaut habe. Ein altes, verrottes Gebäude. Dein Anno war 1404. Ja, das ist doch schon ein bisschen hier. Das ist schon etwas hier. Weiß auch das mit den mit ganz wo man auch selber Pirat sein konnte? Weiß dieses Anno? Das weiß ich gar nicht mehr. Nee, oder war 1404 eines der neueren Annos quasi halt in diesem Zeitalter? Muss ich nachschauen. Ich habe alle Annos in der Bibliothek und auch die meisten noch als CD da. Das Lager ist voll. Das Lager ist voll. Mit dem Venedig, die.
War das da mit, wo man diese große Kirche auch bauen musste? Wo man den Auftrag bekommen hat, diesen großen Dom zu bauen? Ich glaube, das war das Game. Das hab ich sogar wirklich durchgespielt, alles. Und auch die Kampagne wirklich halt sorgfältig durchgespielt. Ich habe mir zu wenig Karten. So, wo war das Problem? Genau, ja, dann habe ich das. Da 1404 habe ich, glaube ich, auch vor gar nicht so lange hier. Habe das gespielt. Das ist bestimmt. Das, ja, das habe ich bestimmt vor 2 Jahren. Oder vor 3 Jahren? Vor 3 Jahren habe ich, glaube ich, Anno. Ja, vor 3 Jahren habe ich Anno 1404 noch einmal wieder aus Langeweile, weil ich total Nostalgie drauf hatte, noch einmal halt vollständig halt durchgespielt. Schönes Game. So, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Was wollte ich machen? Ich habe vergessen, was ich machen wollte. Also erstens wollte ich mein Schiff hierhin checken. Muss aber aufpassen, dass ich nicht jetzt mit den Piraten in den Rachen gelange. Keine Gebäude mehr. Ja, wir brauchen vor allem Fleisch und so. Stein haben wir nicht mehr so viel. Ja, Fleisch steigt. Ja, dann bauen wir mal Brot an. Bauen wir mal das schöne Brot an. Bin belegen die. Bin echt im Sie Belegen, die können mich nicht Holzfällerei auf dem hier. falschen Fuß erwischen, wenn Sie auf der richtigen Seite stehen. Cooler Spruch. Das hier wegzumachen. Mr. Smith scheint bereits alles getan zu haben, Mal was man schauen. sich vorstellen kann. Mal schauen. Gut, wir müssen aber erstmal hier rüber wandern. Oder machen wir das so, hier, so hier entlang. Wo bleibt mein Segeltuch? Hier, frisst das. Nichts, was du tust, wird die dunklen Wolken So, vertreiben. pausieren. Das pausieren wir, weil Segeltuch brauchen wir erstmal Ich nicht. bin Prinzessin Xing. Kleiner Wenn Hafen. es nicht unhöflich ist, Eine Werft kann ich ich noch nicht interessiere machen. mich sehr für die Gebräuche in ihrer Welt. Okay, was ist das? Depot und Du hast seit dem Geschütztürme. Sturm nicht zufällig mein Sträflingsschiff gesichtet? Falls doch, bring mir alles, was du bergen kannst. Gut, ja, das mache ich ganz bestimmt, aber auch dieses Fenster nervt, dass es immer wieder aufploppt. Wieso kann es nicht automatisch zurückgehen? Wirklich? Sie hat schon bereits einen zweiten Hafen errichtet. Das gefällt mir nicht. Sie ist vor allem sehr nah bei mir dran. Wer war das? Es ist nie leicht, sich zu entscheiden. Der hat auch einen Wenn Sie zweiten einen Hafen Rat errichtet. wünschen, hören Sie einfach auf Ihr Bauchgefühl. Diese beiden Inseln gehören mir. Die möchte ich unbedingt haben. Ich hoffe, dass sie mir diese Insel nicht streitig machen. Ja, ich habe jetzt gerade einfach nur ein bisschen dämlich rumgedömpelt. So, wir müssen auf die andere Seite. Wir müssen auf die andere Seite. Schweinchenproduktion ist eigentlich in einem ganz okay Zustand. Warte, ich muss mal schauen. Wenn ich das hier hin platziere. Ja, dann wir nehmen mal einfach diesen Weg hier hoch. Gut. Das werden dann. Boah, gruselig. Was für Geräusche. Hier kommen dann die Felder hin. Hier kommen dann einfach die Felder hin. So. Ja, machen wir so. Das sind jetzt die Feldbereiche. Na, nicht rauszoomen. So, mach, ja genau. 144 Plätze braucht das Teil. Also erstmal alles vollpflanzen. Hopp, na, Limit, ach schon, Limit bereits erreicht, okay. Noch eine zweite. Einmal bitte richtig rumdrehen. Ich muss unbedingt die Tastenbelegung anschauen. Wie ich. Das nervt mich da. So, ja. So, up, 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 up. Das geht ja gut. Gelände ist blockiert. ja. Braucht das noch mehr? Boah, ist das viel. Oh, das ist. Oh, ist das viel Feld. Ey, reicht doch langsam. Was brauchst du? Warum Es braucht ein stapeln Sie Lager. hier?
Ein Lager packe ich dann hier rein auch noch dazu. Weil die Teile ich dann doch schon ziemlich oft errichten muss. Gut, dann ist es. Ja, das passt auch ganz gut hier rein. Ja, die Wege hier verlaufen gut beieinander. Das würde ich gerne demnächst erhöhen. Wir haben. Wir brauchen mehr Leute. So, dann kommen ein paar Häuschen hier hin. Ein paar hübsche Häuschen. Gut. Ich glaube, die werden mir auch sofort höhere. Fetzen die sich da? Nee, noch nicht. So, da ist es also seine Hauptstadt. Aber ich muss sagen, die sind mir wirklich, wirklich weit voraus. Die Leute. Die Leute sind mir wirklich weit voraus. Was war das hier? What? Ach, das war der. Okay. Mission. Oh, was ist das? Jedwede Unterstützung vermag es, die Kreise ihrer Majestät zu beeinflussen. Ob es glauben oder nicht, ich hatte einst eine wilde Ader, habe eine Wette bei einer Wette ein Schloss verloren. Der Leid ist in der Jugend. Besser man bleibt ehrbar und baut eines, finden Sie nicht? So, bietet Ihnen eine Lieferungabgabe an. Lieferaufgabe, okay. Und Abmarsch. So. Da ist es. Liefern Sie 30 Tonnen Ziegel. Ach, das ist. Wow, wirklich? Werde ich gleich. Weißt du, was wir mit Royalisten tun? Sterben Sie zu den Fischen. Ens Vater wurde vom verrückten König hingerichtet. Jetzt ist sie selbst verrückt geworden. So, mal ein bisschen das Schiffchen kaputt machen. Ein bisschen die kleinen Schiffchen kaputt machen. Los! Vielleicht droppen die da was Schönes. Ich glaube in der Close Beta haben sie auch wirklich was gedroppt. Na, los. Ich würde gerne die Sachen erreichen. Oder können die auch die Teile aufnehmen? Hat er vor, gerade meine Sachen aufzunehmen? Ich habe das Gefühl, ja. Oder ich bin paranoid. Da kann man geht aber schon lange. Da sind aber sehr viele Schiffe hier. So, nehmen jetzt das einfach auf, was auch immer das ist. Schiff unter Beschuss. Okay, was ist das? Sind Sie empfänglich für den Handel? Ja. Es gehört doch sicher zum guten Ton hier, ein solches Angebot nicht auszuschlagen. Okay, gut, komm, versenk das Schiff. Damit ich es ganz kurz looten und auch wieder bereits mich dann verziehen. So, jetzt habe ich wünschen Ihren Erfolg. Ich habe jetzt einen Handelsvertrag. Dann machen wir das mal so, Schiff dass wir verkaufen. So, das sind die Fern. Los, geh weg! Nein! Hör auf! Egal was du machst! Hör auf! Einfach nur weg! Schneller! Oh nein! Oh, zu viel Damage oder was? Was sind das? Oh, Hafenmeister. Für die Hafenmeister. Okay, das ist jetzt problematisch. Wir sind ziemlich slow. So, komm zurück in den Hafen. Sie würden es für unser aller Wohl tun. Bieten einen Handel an. Ich würde gerne mehr in den Handel. Gut, mein Kind. Wrack. Ach, ich soll die Sachen aufsammeln. Okay. Okay, ich werde jetzt gerade ein bisschen überschüttet. Ich werde gerade ein bisschen zu sehr überschüttet mit dem Ganzen. Habe ich das Gefühl. Hier haben wir ständig Probleme. Das muss viele Ausbaukosten. Okay, und mir fehlt Stein. Brauche ich hierfür auch Stein? Ja, ich behalte, weil ich noch die Mission habe. Vielleicht muss ich auch gleich noch eine. Wie viel Ton haben wir denn? Zu viel Ton. So, Ziegelsteine. Ja, hierhin. Ja, dann packen wir mal dann das Ding gleich dahin. Okay, nein. Och, ich muss gleich. Na, komm schon, noch eine Drehung. Ja. Sehr schön. Gut.
Die Aufnahme dauert jetzt schon 50 Minuten. Ich mache hier einen kleinen Cut und hole mir wieder was Schönes zu essen. Und dann bin ich wieder in 10 Minuten da. Also es ist noch eine kleine Pause. Ich stoppe nun die Aufnahme. Und wir sehen uns dann gleich demnächst. Ich sage erstmal schon mal Tschüss. Und bis bald. Ciao.